Ich weiß nicht, kann nichts dafür, also doch eigentlich schon. Danke, dass du das Fang-Zentrum zurückerobert hast, auch wenn die Tiere jetzt weg sind. Ich bin wirklich froh, dass die Sekte hier nicht mehr ihre Wölfe abrichten kann. Die haben die Wölfe sogar runter zum alten Sägewerk geschickt, um die Gefangenen in Schach zu halten. Wir hatten einen Bären, der Cheeseburger hieß. Er war eine kleine Berühmtheit. Er hatte eine Schwäche für Chads Imbiss. Aber er hat Diabetes bekommen und wir mussten ihn auf eine Lachs-Diät setzen. Jedenfalls wollte die Sekte ihn mitnehmen, also habe ich ihn freigelassen. Angeblich richtet er ganz schön Chaos an. Jemand sollte nach ihm suchen und gucken, ob es ihm gut geht. Aber nimm auf jeden Fall ein paar Lachse aus dem Teich mit. Wenn du Cheeseburger mit dem Lachs fütterst, wird er zutraulicher. Okay. Oh ne, muss ich angeln? Da ist ja voll keinen Bock drauf. Da hab ich ja voll keinen Bock drauf. Land des guten Geschmacks. Questies, Questies. Aber wo wollte ich denn jetzt eigentlich hin? Jetzt hat es mir natürlich das gelöscht, wo ich eigentlich hin wollte. Da ist er. Na gut, komm, wir versuchen es mal. Gehen wir halt mal dahin. Hopp. Lachs-Diät, ja Mann. Wenn er natürlich die ganze Zeit Fastfood nimmt, ist es so eine Sache. Schrei mich doch nicht so an. Du sitzt neben mir, natürlich siehst du mich. Bisch. What the fuck? Willst du? Erwischt, Zivilist gerettet, Bisch. Nichts mehr übrig, hä? Oh, what? Okay. Bye. Hier komm ich. So, hier soll ich angeln. Na gut. Ist das eine Startlandebahn? Sieht mal so aus, ne? Kommt wieder so ein Baum angenatzt. Fuck! Quiet. In Bewegung. Ich hab den Zivilist gerettet. Richtig gefangener Lachs. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich überhaupt angeln kann. Ja, nicht so, als hätte ich nicht schon eine Angel. Ich hab's nur noch nie gemacht. Au. Scheiße. Okay. I have no fucking idea. How to angle. Ich würde ja sagen, damit. Scheiße. Okay. Bräuchte ich dafür nicht noch Köder? Als ob da irgendwas anbeißt. Schöner Tag heute, Miss. Schön, Sie zu sehen, Miss. Ja, ne? Da beißt doch im Leben nichts an. Ich werde hierfür zu alt. Ah, da ist ein Lachs, komm mal. Ja, beiß schon an. Ködern und fangen. Hole mit der rechten Maustaste den Fisch ein, ermüde ihn entgegen den Bewegungen des Fisches. Okay. Alter, mach schon. Hol ihn ein. Ah. Au.
Komm, zieh ihn raus, Gibt's doch gar nicht. Ah! Holy shit! Mich erinnert das an Final Fantasy 15. Komm schon! Komm, zieh rein jetzt. Ja. Gleich hab ich ihn. Yes, zieh ihn endlich raus. Komm. Ja. Ja. Yes. Königslachs gefangen. Awesome. Das muss reichen. So. Baubedarf. Ja, schön Sie zu sehen, Miss. Alter, ihr seid die ganze Zeit zusammen unterwegs. Obwohl, nee, passt ja nur einer in Heli. Wer zur Hölle? Achso, die kam hier mit ihrem Fahrzeug an. Okay. So, einmal geangelt. Fucking awesome. Ich glaube, ich habe sie gerade überfahren. Richtig. Aber no one cares. Go. Oh. Ich sehe euch. Aus dem Haus. Oh. Oh. Ja, schön für euch. Ich hau dann mal ab. Bye. Auch in Sicht. Ja, ja, auf jeden Fall. Hier komm ich. Cheeseburger, wo bist du, Cheesy? Cheesy Burger. Cheeseburger! Lauter als Worte. Die Leute kommen von überall, um sich uns anzuschließen. Du gibst ihnen neue Hoffnung. Darauf mussten sie lange warten, Deputy. Sehr lange. Cheesy Burger. Wo bist du? Cheesy. Das ist Lachs. Aber okay, Cheesy. Na gut, wir sind im Suchgebiet, also irgendwo muss er ja sein. Was du auch machst, sei nicht schüchtern. Geh einfach da rein und gib ihm den Lachs. Der knuffige kleine Kerl wird ihn dir direkt aus der Hand fressen. Keine Sorge. Okay. Ja, der hat auch Schiss. Oh, das fühlt sich bestimmt toll an. Ah, oh, cute. Jacob braucht diesen Bären für die Ernte. Am Arsch. Komm, Hillbilly. The Hillbilly Whip. Nice. Oh. Ah, da. Ja, lad erst mal nach. Exactly, so. Lass den verdammten Bären
am Sektenweb. Bitch, umgeboxt. So, was geht, was geht? Keiner mehr da. Wo ist der Bär? Hab gehört, dass du Cheeseburger gefunden hast. Solange er bei dir ist, weiß ich, dass es ihm gut geht. Denk nur bitte daran, ihn nicht mit Cheeseburgern zu füttern. Nope. Weil er Diabetes hat. Ja, okay. No can do. Goodie. Cheesy Burger gehört jetzt zu meinem Team. Das ist natürlich awesome. Das geht bestimmt super ab, wenn wir dann das Tierteam zusammenstellen. Das wird bestimmt nice. Habe Sichtkontakt. Okay, warte mal. Haben wir noch das volle Team? Nee, die hat's zerlegt. Dann nehmen wir doch mal dich erstmal wieder. Was? Cheeseburger, der nimmt die jetzt alle auseinander wahrscheinlich. Okay, was machen wir jetzt als nächstes? Was ist in der Nähe? Wenn da nämlich voll quatscht, nobody cares. Baron Sägewerk. Befreien, okay, machen. Oh. Aus irgendeinem Grund habe ich Bliss abbekommen. Keine Ahnung, wir müssen 900 Meter in die Richtung. What? Was hat er mir angetan? Ach, hast du sicher Hunger? Ja. Wusstest du, dass es 10 Tage dauert, bis die Zivilisation kollabiert? Wenn die Grundbedürfnisse des Menschen nicht befriedigt werden, übernehmen die primitiven Instinkte nach nur 10 Tagen. Ja, das ist nicht leicht zu verstehen, wenn man es nicht selbst erlebt hat. Ich war im Irak während des ersten Golfkriegs. Second Airborne, guter Amerikaner. Hurra! Eines Nachts gab es einen Angriff. Ich und dieser Typ namens Miller wurden von der Einheit getrennt. Ohne Funk. Ohne Nahrung. Die nächste Basis, 200 Klicks südlich. Also gingen wir einfach los. Tja. Bald war klar, dass wir uns verlaufen hatten. Tag 6. Das Wasser ging aus. Du weißt, wie das ist, oder? Es wird schwierig zu schlucken. Am 7. Tag fing Millers Beine an, wackelig zu werden. Wusstest du, dass dein Gehirn Muskeln abbaut, um zu überleben? Deshalb bist du so verdammt abgemagert. Am 8. Tag näherten sich dann die Wölfe. Und ich sah Miller an und wusste, dass wir so gut wie tot waren. Und ich akzeptierte es. Mit dieser Akzeptanz kam die Klarheit. Verstehst du? Ich sah nicht länger den Menschen, Miller. Ich sah nur noch eine Chance zu überleben. Nicht, dass ich das tun wollte. Sondern ich musste es tun. Das war meine Prüfung. Und weißt du, Millers Opfer brachte mich nicht nur aus dieser Wüste heraus. Es führte mich direkt hierher. Die Schwachen haben einen Zweck. Das verstehst du schon noch früh genug. Ja, Nagito, der Song, ne?